Dominik, ich habe in einer Excel-Tabelle per Power Query Daten aus einer Access-Datenbank eingefügt und diese Access-Datenbank gibt es nicht mehr, worauf mich natürlich Excel jetzt jedes Mal anmault und sagt, hey, die Datenquelle wäre nicht mehr da. Was kann ich tun? Markus, du kannst die Abfrage aus deiner Excel-Datei rauslöschen. Dabei wird zwar die Abfrage gelöscht, aber nicht die Daten, die du importiert hast. Geh doch mal bitte auf die Registerkarte Daten und lass dir dann die Abfragen anzeigen. Jetzt sehen wir, du hast drei Abfragen drin und das Ausrufezeichen bestätigt genau das. Er findet die Quelle nicht mehr. Wenn du jetzt beispielsweise, wir sehen ja jetzt gerade das Ergebnis der Abfrage Tonträger, wenn du jetzt auf der rechten Seite die Abfrage Tonträger mit der rechten Maustaste anklickst, kannst du die Abfrage hier löschen. Sagt er dir, es wird nur die Abfrage gelöscht, aber nicht die Daten, die wir im Hintergrund in der grünen Tabelle sehen. Und das ist ja genau das, was du möchtest. Wenn du das für die anderen zwei Abfragen auch machst, dann werden dort auch die Abfragen gelöscht, aber auch die Daten bleiben erhalten.